Immer Augenkontakt. Und halten wir den nicht vorne. So lange bleiben Sie noch sitzen. Eltern, Schwiegereltern bleiben noch schön sitzen im Empfang und die Schwiegereltern. So, Arthur, den Kameramann raus. Ist das nicht ein herrliches Bild? Das für Dinklage? Das ist doch einen kleinen Applaus wert, oder? Super. Hier Spree, Bröhring Spree, Familie Bröhring. Hier auf dem Rathausplatz zu Dinklage. Herzlich willkommen zu diesem großen Empfang für Christina Bröhring Spree. Christina, schau dir jetzt einfach diese riesen Kulisse an. Wir haben gerade gesagt, das ist bald mehr als beim Schützenfest. Das sind deine Leute, das sind deine Gönner, die Leute, die dich sehen wollen.
Wir sind recht stolz auf dich und dein Despi. Christina, du hast in den vergangenen Tagen bei Olympia Geschichte geschrieben. Nicht nur für dich, sondern auch für uns, für die Stadt Dinklage. Ich als Bürgermeister kann mir jetzt im Moment wirklich keine sympathischere Werbeträgerin für unsere Stadt vorstellen als dich. So viel steht schon mal fest. Mit deinen fantastischen Ritten in der Mannschaft und des Einzelwettbewerbes hast du es nach Silber in London vor 4 Jahren tatsächlich geschafft, mit Gold in der Mannschaft und Bronze im Einzelwettbewerb deinen Medaillensatz zu komplettieren. Und ganz unter uns gesagt, ich persönlich fand all deine Auftritte mit Desperados in Rio goldwürdig, so oder so. Zweifelsfrei gehört es zu den schönsten Aufgaben eines Bürgermeisters, eine erfolgreiche Olympionikin zu ehren. So häufig kommt es ja nun mal nicht vor. Wir alle. Pferdebesitzer, wie man ihn sich nicht besser wünschen kann. Und als die Medaillen vergeben waren und wir so nett nebeneinander standen, da sagte er, weißt du was, das möchte ich auch haben. Und Paul, das kriegst du heute. Und du weißt, was damit in Verbindung steht. Diese Olympiamütze wollte er haben. Und er hat mir versprochen, und das werden wir jetzt hier unter Zeugen quasi vereidigen, mein lieber Paul. Er hat mir versprochen, dass er diese Mütze beim Silvesterlauf in Mühlen trägt und wir beide 10 Kilometer zusammenlaufen. Hier hast du sie. Vielen Dank und uns allen noch viel Spaß. Christina, ich würde dich jetzt gerne bitten, mit mir zum Pult zu schreiten, dass du in unser schönes, neues Goldenes Buch, das macht dem Namen Goldenes Buch wirklich alle Ehre, schön in Leder eingefasst mit unserem Stadtwappen und du darfst die Erste sein, Gold zu Gold oder Gold und Bronze zu Gold. Bitte schön. Also zuallererst möchte ich mich bei der Stadt Dinklage wirklich für diesen herzlichen Empfang bedanken. Ich bin wirklich überwältigt, wie viele Leute hier heute sind. Schade, dass ihr nicht in Rio wart, weil dann wäre das Stadion auch mal ein bisschen voller gewesen. Bedanken möchte ich mich auch bei den ganzen Reitvereinen und bei dem Kolping Orchester, die sich hier wirklich so viel Mühe machen. Das ist wirklich überwältigend und auch an meine alte Nachbarschaft, die Jahnstraße, und meine neue Nachbarschaft und meine Freunde, die alles so hervorragend für mich geschmückt haben. Das war wirklich, ich kam nach Hause und ich wurde super empfangen. Vielen Dank dafür. Auch die Feuerwehr, die hier in der Stadt, glaube ich, alles geschmückt hat, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Das sieht wirklich super aus hier und falls ich irgendwelche noch vergessen habe, dann tut es mir leid.
alle, die hier mitgewirkt haben, haben das fantastisch gemacht und ich bin wirklich stolz, hier in Dinklage zu wohnen und ja, ich bin immer noch sprachlos. Danke.